Hallo Leute, willkommen bei Planet Zoo Beta. Dies ist Teil 11. Ja, in der letzten Folge ist mir das Spiel ja am Ende abgestürzt, als ich hier so Infotafeln machen wollte. Ich denke mal, diese Infotafeln, die mache ich jetzt hier unten hin. Sicher ist sicher. Und dann kann ich ja da oben vielleicht wenigstens noch eine Spendendose machen. Das heißt, ich fange mal mit den Spendendosen an. Die sind ja besonders wichtig. Dann kommt hier eine hin. Da kommt eine hin. Und da oben kommt eine hin. Oder? Und zwei. So. Und hier stellen wir noch einen Geldautomaten dazu. Die sind auch ziemlich beliebt. Und ich meine, die Leute brauchen natürlich Geldautomaten, um Geld zu haben. Also potenziell, wenn sie nicht genug Geld dabei haben. Aber ja, wenn man Spenden haben will, ist es vielleicht hilfreich, einen Geldautomaten zur Verfügung zu stellen. So, jetzt machen wir hier die Giraffen. So. Und ich würde ja schon da oben auch gerne eins hinmachen. Die Frage ist halt, stürzt mir das dann ab? Und ich könnte noch so eine Erhaltungsinfotafel machen. Die passt vielleicht hier hin. Weil irgendwie fehlt ja noch Marketing und sowas. Da geht es jetzt nicht um die Tiere, die in dem Gehege sind, sondern um Amphibiensterben und weiß der Geier. Machen wir mal Klimawandel, ist gerade angesagt. So. Was sagen denn unsere unzufriedenen Gäste? Eigentlich sind die relativ zufrieden. Sie haben nur Durst. Man fragt sich. Hier. Ist das... Ah, das ist das Infozentrum. Okay. Und hier. Das ist der Chief Beef. Und da ist kein Verkäufer. Und hier ist auch das Infozentrum, ja klar. Gulpi-Soda. Da ist eine lange Schlange. Oh, und ich bräuchte hier mal einen Zoopfleger. Mitarbeiter anstellen. Zoopfleger. Zack. Machen wir gleich mal zwei. Es werden ja schon immer mehr Gäste. Gut, momentan geht es gerade runter, aber ja, am Anfang hat man mal so 100, 200 und jetzt sind es 2300. Da braucht man dann auch entsprechend mehr Putzpersonal. So. Ah, ich könnte gucken, ob ich da vielleicht noch eine extra Getränkebude hinstellen kann. Ob hier so eine hinpasst, werden wir sehen. Das hat mir bei Wildlife Park 3 gut gefallen. Da konnte man so die kleinen Getränkeautomaten in jede Ecke quetschen. So. Aber hier bei dem Spiel hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ich nehme mal hier so die nackte Bude. Kann ich da noch was drumrum bauen? Müsste eigentlich passen. Ne, will aber nicht. Ist rot. Hier. Hat gepasst. Ob, ja, das geht sofort los, das Geschäft. Gut, will ich nichts sagen. Sollte man hier noch einen Mülleimer schnell nebendran stellen? Wo sind die hier? So, nicht so ganz nah. Oh, Tyrian hat Nachwuchs zur Welt gebracht. Hatten wir nicht
vorher schon kleine Wölfe? Oder ist das wegen des Absturzes verloren gegangen? Nun ja, ich baue jetzt hier mal schnell und dann gucke ich mir das mal an. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass es nicht so weit zurückliegt. So. Zur Gruppe 98 hinzufügen. Jawohl. Gut. Zack. Hier auch ein. Schön dran setzen. Jetzt drehen. Für hinten. Und einen mit großem Loch für vorne. Ist das schnell gebaut. Dach. Flachdach. Zack. Hoch mit dir. Na komm. Wo ist es denn? So. Hoch und rüber. Komisch. Will nicht so richtig. Ich probiere es nochmal wieder mit automatisch stapeln. Meistens klappt das ja. Und jetzt hier noch den da, damit es zu den anderen passt. Bänke vielleicht noch. Wir haben zwar hier recht viele Bänke, aber da passen schon auch noch welche hin. Das ist jetzt noch Baumodus am Mittelpunkte. Was ist denn das? Ah, die muss ich wohl alle erst erforschen. Schilder. Schilder. Ja. Super, ich habe noch gar keine Schilder. Schilder groß. Gulpeschild. Kann ich nicht einfach so ein Schild hier dranhängen? Mal gucken. Da muss ich vielleicht erst in diesen Modus gehen. Und dann in den Drehmodus. Um dann festzustellen, dass es wahrscheinlich zu groß ist. So, aber es funktioniert. Ah, mit X kommt man in diesen Modus. Das geht aber nicht mit allen Objekten. So, und jetzt ziehe ich es hoch. So, passt es jetzt? Ja, ein bisschen dichter dran. Nee, dann verschwinde. Also lasse ich so. Gut, fertig. Zack, aus. Haken. Ja. Dieses Objekt muss verschoben werden, bevor du es platzieren kannst. Geht's so nicht? So vielleicht. Sackelzement, jetzt habe ich hier zwei. Na, doppelt hält besser. Okay, da wird jetzt schon fleißig getrunken. Das ist doch sehr gut. Ich wollte bei den Wölfen gucken. Na, ich guck mal erst in der Wolfsstatistik. In der Tierstatistik. Geht die zweimal? Nee, nee. Oh, jetzt sind's lauter Männchen geworden. Ja, das heißt, die Geburt von den Wölfen ist sozusagen mit dem Speicher, mit dem Absturz verloren gegangen. Aber wir haben wieder drei Wölfinnen, drei Babys gekriegt. Eins, zwei, drei. Und wir haben an erwachsenen Wölfen Gabela und Watkins. Und was ist mit Venona? Hm. Und Liam? Nee, nee, die haben vielleicht... Da habe ich hier eine ganze Generation verpasst anscheinend. Ja, ja. Die letzten Jungwölfe haben schon Babys gekriegt.
Jetzt muss ich hier aber aufräumen. Okay, jetzt machen wir hier mal kurz Stopp. Nicht, dass die noch anfangen, dann zu kämpfen. Da habe ich ja Glück gehabt. Also. Ist die Frage, ob ich die alten Venona... Venona ist gut. Venona ist sehr gut. Und die ist auch relativ jung. Die könnte ich als Zuchtwölfin behalten. Liam ist schon etwas älter. Das ist der Alpha-Wolf. Bisher. Tyrine ist die Alpha-Wölfin. Jetzt brauche ich ein ausgewachsenes Männchen, das ganz gut ist. Watkins ist gut. Und wo ist der? So. Gabela ist auch ein Weibchen. Okay. Dann machen wir mal mit dem Watkins einen Partnervergleich. Genetik. Partner vergleichen. So. Den wollen wir als neuen Alpha-Wolf etablieren. Und ich glaube, Tyrianne ist die alte. Gabela. Ja. Also so wie ich das verstehe, ist, dass wenn die jetzt miteinander Kinder kriegen, dann kann das Größendings ist dann in dem Bereich also ziemlich gut. Die Lebenserwartung ist auch ziemlich gut. Das Fruchtbarkeitspotenzial kann von ganz unten bis oben und auch das Immunitätspotenzial. Und das sieht hier mit 91% ganz gut aus. Also Gabela kommt in Frage. Und Venona ist so ziemlich das gleiche, ist ein Tick besser von der Größe her. Ich würde sagen, dann nehme ich Venona und Watkins und checke erst nochmal, ob Venona auch wirklich eine Junge ist. Das ist Gabela, genau. So, dass da nicht Zeta und Mordio gab. Venona, ja, die ist eine Junge. Gut. Dann bringen die Alten auch noch relativ viel Geld, weil die noch nicht so alt sind. Also, Gabela kommt weg. Und die Kleinen, na, das ist die Frage, man weiß gar nicht genau, ob die Kleinen von der Alten sind? Wahrscheinlich, weil die Alte ist ja die Alpha-Wölfin. Also hier haben wir Liam, der kommt weg. Und Tyrianne. Ja, ich glaube, es hieß auch, Tyrianne hat... Oh, die Giraffe ist schwanger, das kann man hieran sehen. Super, super. Ja, die drei werde ich jetzt mal verkaufen. Das wird jetzt kein wirtschaftlicher Durchbruch, weil Wölfe nicht viel bringen. Aber man muss ja ordentlich aufräumen. So. Ein bisschen teurer geht schon. So. So. Also wie ihr seht, erhöhe ich den Preis häufig um etwas, aber ich bleibe noch so im moderaten Preisbereich. Zum Preis, der zu der Tierart passt. Also ein Löwe bringt natürlich mehr, soll mehr bringen als ein Wolf. So. Okay, jetzt haben wir fürs Erste bei den Wölfen aufgeräumt. Wenn die Kleinen groß sind,
werden die natürlich auch noch verkauft. So, was ist denn hier für ein Gedränge, Leute? Was machen eigentlich meine Vivarientiere? Leben die noch? Weil ich die ja nicht züchten lasse, sterben die ab und zu mal. Ist ja die Hölle los. Ja. Hier gibt es irgendwie glückliche Tiere. Da ist jetzt keiner mehr. Gut. Dann kaufe ich eine neue brasilianische Wanderspinne. So. Ich bleibe einfach bei der gleichen Tierart. So, an Zusenden. Weil dann muss ich da nicht groß was ändern. Und, was spendet ihr? Der Wahnsinnsstau. 155.000. 33.000, immerhin. Obwohl die so dicht beisammen stehen. 85. 13.000. Hier ist nicht viel los, vielleicht sind die tot. 332.000. Ah, da ist so ein Infoschild nebendran. Gut, der indische Riesenskorpion lebt noch. Und hier ist auch jemand aktiv. Ich kaufe noch mal so mehr solche Dinge. So. Weil die regen wohl schon zum Spenden an. So. Und ich denke, ich könnte auch mal den Eintrittspreis erhöhen. So, jetzt mache ich hier Bienensterben. Und dann machen wir hier auch noch eins. Wenn wir schon dabei sind. So. Und hier geht es um die Abholzung der Wälder. Jawohl. Und der Eintrittspreis wird moderat erhöht. Keiner ist weggegangen, weil es ihm zu teuer war. Dann mache ich hier mal auf 8 und den erhöhe ich auf 5. Gut. Wie geht es eigentlich den Bären? Da ist ja kaum jemand. Ja, die kommen, die knüllen sich hier alle rum. Die kommen gar nicht dahinter. Tja. Naja, wahrscheinlich ist das irgendwie ein Beta-Problem. Da sollte ich mich jetzt nicht groß drüber aufregen. Ihr steht hier immerhin und guckt fleißig. Die Spendenbüchse hat auch schon viel eingebracht. Wie viele Bären haben wir hier gerade? 4. Sind wahrscheinlich 2 davon klein. Ja, wir hatten ja auch kleine Bären bewundert. Wo seid ihr denn? Alle in der Höhle? Da kommt einer. Adi ist 2,4 Jahre alt. Ahana. Ah ja, genau, die hat die gekriegt. Die Steppenzebras haben Babys gekriegt. Jo. Sind das beides Männchen? Ich glaube ja. Bei den Bären meine ich jetzt. Jo, dann warten wir noch ein paar Jährchen. Und dann müssen wir die wohl verkaufen und neue Babys kriegen und hoffen, dass ein schönes Zuchtpaar dabei rauskommt. Und wir gucken jetzt nach den Zebrababys. So. Da! Da ist es, das Zebrababy. Wird bestimmt noch mehr Zebrababys geben. Och, wie süß! Ah, gucken wir dem mal ein bisschen zu.
bei seinen ersten Schritten. Hungrig ist es. Ja, du kleines lustiges Zebra. Und jetzt aber hurtig durch die Savanne. Jawohl, so ist recht. Oh, ist schon ziemlich groß. Erst wirkte das so klein, aber im Vergleich zu den Eltern ein Weibchen. Ja, hier auch ein Weibchen. Ist gerade nicht schwanger. Ich würde sagen, die Zebras lassen wir sich vermehren, bis hier geklagt wird, dass zu wenig Platz ist. Weil dann hat das mehr so Herdencharakter. Und die ist schwanger bald, in 2 Monaten. Das heißt, es gibt dann so eine richtige Kindergartengruppe sozusagen. Ah, und die Giraffin? Oh, kommt auch in 2 Monaten. Das ist bald. Ja, da könnt ihr fleißig gucken, ihr Leute, nicht wahr? Wie lustig die da alle stehen. Freut mich, dass das funktioniert hat mit dieser Plattform. Und hier mit dem Getränkestand, der scheint auch gut zu laufen. Die stehen zwar jetzt alle auf dem Weg rum, aber ich würde sagen, das ist okay. Gulpi. Solche Dinger können wir dann vielleicht auch an anderen Stellen nochmal verteilen. Da, wo der Durst groß ist. So. Ich forsche vielleicht... Ah, forschen, genau. Ja, sie haben schon wieder alle gestoppt mit der Forscherei. Zebra. Elefanten. Und Giraffen. So. Konzentriert euch mal auf die. Die anderen sind ja alle schon eigentlich fertig geforscht. Man kann da noch weiter forschen, aber da die immer so stoppen, konzentriere ich mich jetzt lieber auf die. Oh, Gehege, da habe ich was geschafft. Ein Gegenstand für ein Design. Das sieht ganz interessant aus. Mal gucken, die Barrieren dauern noch. Forscht mal weiter beim Gehege. Und hier auch bei den Shelters. Und bei den im... bei den Imbissbuden. Ja, jetzt sind 4 am Forschen. Das ist gut. Oh, da ist eine Veterinärforschung abgeschlossen. Giraffen. Sehr gut. Was habe ich denn da erforscht? Da. Zusätzliche Infos. Und sie vermehren sich schneller. Als nächstes gibt es dann endlich ein Futterspielzeug-Dings. Das ist gut. Und noch ein anderes Spielzeug. Ja, da macht mal hinne, meine Lieben. So, ich wollte jetzt eigentlich selber was forschen, nämlich in der Zoopedia wollte ich bei den Steppenzebras. Jawohl. Gucken, mit wem die gerne zusammen sind. Ob das sich mit den Giraffendingern deckt. Ich könnte also zum Beispiel noch Springböcke reinsetzen oder Rappenantilopen und auch Strauße oder Kaffernbüffel. Kaffernbüffel brauchen aber, glaube ich, Wasser.
Ich schätze mal, dann müsste das Gehege viel größer sein. Einfach wären vermutlich so einfache Antilopen. Rappen, Antilope und Springbock. Welche gefallen mir denn besser? Die Springböcke, die hüpfen immer so lustig. Gucken wir mal. 10 Jahre. Oh, die wollen mindestens 10 haben. In der Gruppe. Das ist natürlich heftig. Und die vermehren sich dann wieder Teufel. Die werden anstrengend. Die Springböcke. Und was andere waren die Rappenantilopen. Okay, die halten es auch in kleineren Gruppen aus. Und ja, sind schnell geschlechtsreif. Also da kann man auch ordentlich was verkaufen. Ein dominantes Alpha-Männchen, Familienhierarchie bei den Weibchen. Das heißt, ich kaufe dann ein Männchen und erstmal nur ein Weibchen. Und dann gucke ich mal, ob es die einfach so im Angebot gibt. Rappen am Antilopen. So. Da. Ah, ich sortiere mal nach Preis. Die Weibchen sind billiger. Tja. Ich meine, die hier ist ganz ordentlich. Die kostet nur Geld. Die nehmen wir. Also ist nichts Besonderes, aber... So... Ja, die haben zum Teil schon relativ schlappe Gene. Das geht. Der Govan. Ja. Der Preis sagt oft wirklich nichts darüber aus, ob die gut geeignet sind oder schlecht von den Genen. Guck hier noch so ein paar durch. Dieser hier ist ganz gut, nur das Immunitätsgen ist schlecht. Sally ist sehr fruchtbar. Habib ist eigentlich gut. Wie alt ist der? 13 Jahre. Das ist mir zu alt. Den hatten wir da vorher. Govan. Govan ist 2,3 Jahre. Den nehme ich einfach mal. Zack, verlegen. Hier. Und du wirst auch gleich verlegt. Und dann kaufen wir noch ein Weibchen dazu. Das müsste erstmal reichen. So. So. Ja, ist auch wieder so ein Fall von wird nicht besser mit dem Preis. Gut, die ginge jetzt, die Sahara. Ach, ist nicht nach Preis sortiert. So. Ja, Größengen, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Aber das bremst natürlich schon die Attraktivität. Ich guck noch mal weiter, ob ich da noch interessante finde. Tja. Die ist jetzt gar nicht so schlecht. Die heißt Abeo. Die ist ein guter Durchschnitt. Ich nehme mal die Sahara. Ach, 10 Jahre alt. Nee, nee.
Ja, da machen das manche genauso wie ich, dass sie auch die Alten verkaufen und die Jüngeren behalten. Okay, jetzt wird's teuer. Gut, dann gehen wir doch nochmal hier hin und nehmen die. Die ist 5,9 Jahre. Ist ja auch schon mittelalt. Und die da? Oh, so schlechte Gene. Tja. Dann nehmen wir die. So. So, und jetzt gucken wir mal. Seht ihr die von weitem, die kleine Giraffe? Sorry, ihr Antilopen. Ich weiß, ihr seid hier ganz neu, aber die kleine Giraffe ist auch neu. Oh, ist die süß. Fleißig, die schon läuft. Ich war mal bei einer Giraffengeburt dabei in einem Zoo. Und also nicht direkt bei der eigentlichen Geburt. Die kleine Giraffe war offenbar schon geboren. Wie neugierig ist da, guckt. Und aber war noch ganz, ganz jung und hat es kaum auf die Beine geschafft. Also war wahrscheinlich vielleicht noch nicht mal eine Stunde alt oder so. Und weil die kommen recht schnell auf die Beine und die kleine Giraffe hat sich so schwer getan. Aber als ich nach einer Stunde wiedergekommen bin, da stand der kleine Wicht schon fleißig auf den Beinen, den eigenen. Na, das ist doch wunderbar. Und ist ein Weibchen. Das ist doch auch ganz schön. So. Die Rappenantilope. Denen fehlt es an der Lebensqualität. Und sie wollen Lebensqualität durch Futterspaß. Und was habt ihr hier für ein Problem? Die Sauberkeit. Ja, da muss mal ein Tierpfleger kommen. Der muss jetzt vielleicht öfter kommen. Weil jetzt mehr Tiere da sind. Ja, hier ist einiges so an Häufchen. Dann markieren wir hier mal das Gehege und stellen hier die Wartung ein. Der Tierpfleger soll... Ah, jeden Monat ist schon am häufigsten. Nun gut. Da muss man halt ab und zu mal... Ah, jetzt verschwindet der Dreck. Hm? Jetzt ist er wieder da. Tierpfleger, komm. Da, es gibt viel zu tun. Sehr viel zu tun. Vielleicht sollte ich da einen zusätzlichen Tierpfleger anstellen. Eine Einrichtung ist ausgefallen. Welche? Der Geldautomat... Und was mache ich da? Kann man den nicht ersetzen? Tja, anscheinend nicht. Ist der wirklich kaputt? Oder ist was anderes kaputt? Ne, steht schon. Geldautomat ist ausgefallen. Also gut, dann lösche ich den mal. Und kauf einen neuen. Einrichtungen. Gäste, Geld. Na komm. So. Da. Da sollst du hin. Verdienen die Geldautomaten eigentlich auch direkt? Oder nur indirekt? Einnahmen. Insgesamter Gewinn, ja, machen offenbar nicht direkten Gewinn, zumindest der da nicht. Und dieser hier? Nee,
aber stellt den Leuten halt Geld zur Verfügung. Und das ist ja sehr schön. So, jetzt flitzen wir hier nochmal zu unseren... Steppentieren. Ich denke mal, wir haben jetzt hier genug Tiere gekauft. Weil die vermehren sich ja auch und... Ja, es wird sonst hier ein bisschen unübersichtlich. Ich wollte einen Tierpfleger anstellen, der hier arbeitet. Zu. Oh, genau. Und da muss ich auch diese Rappenantilopen erforschen. Gut, das machen wir doch gleich. Netzgiraffen, Elefanten, Steppenzebra, Rappenelefant, Rappen, Antilopen. Na, da brauchen sie noch eine ganze Weile. Dann gucken wir auch gleich mal, wie hier bei der Technikforschung, wenn wir schon dabei sind. Gucken, was da eigentlich erforscht wird. Gehegebaupläne Stufe 1. Ah, Baupläne, okay. Gut, und hier Gabionen. Gabionen ist natürlich ganz wichtig. Und Kette, Stahlpfosten, Beton, elektrisch. Elektrisch ist wichtig. Einwegspiegel. Oh, oh, oh. Gut. Da muss ich immer darauf achten, dass hier geforscht wird. Und die anderen Sachen schmeißen wir auch wieder an. Und ich werde mir mal überlegen, weil ich habe ja wirklich viel Geld, ob ich einfach da noch einige Werkstätten einrichte und Techniker anstelle, die dass dann immer alles geforscht wird. Aber jetzt geizt sich da ja ein bisschen und das ist ja eigentlich nicht nötig. Also ein Tierpfleger für hier. Noch einen zweiten. Ach ja, man gönnt sich ja sonst nichts. So. Der wird jetzt, die werden gleich mal zugeteilt. Tiere 3, Giraffen. Und Tiere 3 Giraffen. So. Und die Techniker. Soll ich das gleich mal machen? Ja, mal gucken. 38 Minuten. Ah. Ich glaube, ich mache mal lieber Schluss mit dieser Folge. Wir haben ja hier auch viel erlebt in dieser Folge. Und ich werde wahrscheinlich morgen Nachmittag ordentlich spielen, ohne aufzunehmen. Tagsüber kann ich nicht aufnehmen. Und dann wird es morgen Abend fortgeschrittener weitergehen. Also ich mache in der Zwischenzeit, werde ich versuchen, die Technikforschung voranzubringen. Und ja, werde einfach schauen, dass der Zoo gut in Schuss ist. Und eventuell baue ich ein neues Gehege und probiere mal, was ich da noch hinkriegen kann. Also hier kommen ein oder zwei Gehege hin. Das muss ich noch überlegen und ich weiß auch noch nicht was. Ich könnte mir ja inzwischen schon mittelteure Tiere leisten. Ja. Da muss ich mal sehen, was irgendwie gut läuft. Irgendwie alle haben ja Nilpferde, aber ich habe nicht so arg viel Lust auf Nilpferde. Wäre aber ein interessantes Gehege mit Wasser und so. Also ich muss mal sehen. Vielleicht auch Schneeleoparden, das wäre dann hier vielleicht. Schon lange Zeit eingesperrt. Ja, sowas. Wo steckst denn du? Da in der Kiste.
Na, dann lassen wir dich doch mal aus der Transportbox raus. Ja. Wie viele Tiere seid ihr hier? 4. Ja, Eltern und Jungvolk. Okay, die sind schon mittelalt. Ja, da muss ich mich dann auch um all sowas kümmern. Ja, ich werde mal schauen, was ich da so baue und übe vielleicht auch noch ein paar neue Bautechniken. Und die können wir dann in den nächsten Folgen, kann ich das dann in noch neuen Gehegen dann weiter verfeinern und euch zeigen, was ich gelernt habe. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.